Die deutsche Olympiamannschaft ist am Mittag aus Rio de Janeiro zurückgekehrt und von tausenden Fans empfangen worden. Bei der Feier auf dem Römerberg in der Frankfurter Innenstadt gratulierten auch Bundespräsident Gauck und Innenminister de Maizière den Athleten. Gauck sagte, das ganze Land bedanke sich für die Erfolge. Das deutsche Team hatte in Rio insgesamt 42 Medaillen gewonnen, darunter 17 goldene. Jubel vorm Balkon. Damit hatten die Rio-Rückkehrer offenbar nicht gerechnet. Mehrere tausend Fans feierten die deutsche Olympiamannschaft auf dem Römerberg in Frankfurt am Main. Von der Begeisterung waren einige Athleten überwältigt. Als Kanutin oder Wasserspringer ist man das nicht gewöhnt. Man fühlt sich irgendwie total willkommen. Ja, also man freut sich, wieder zu Hause zu sein. Und dass hier so ein Empfang stattfindet, das bereitet einem schon Gänsehaut. Das ist super hier heute. Also, ich bin überrascht, wie viele Leute heute zugucken und hier uns feiern. Etwa 300 deutsche Athleten waren am Vormittag in Frankfurt gelandet und fuhren dann mit Bussen ins Stadtzentrum. In einer Art Triumphzug gingen sie, angeführt von Fahnenträger und Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel, über eine Mainbrücke bis zum Frankfurter Rathaus, dem Römer. Hier wurden sie von Bundespräsident Joachim Gauck empfangen. Deutschland sagt euch Danke. Damit sprach Gauck ausdrücklich nicht nur die Sieger an. Trotz Feierlaune auch ernste Worte zu den Dopingskandalen im internationalen Sport. Ich möchte nicht Präsident eines Landes sein, das Medaillen um jeden Preis herbeischafft. Das hatten wir schon in Deutschland. Ob mit Medaillen oder ohne, bei ihrer Rückkehr aus Rio feierten die deutschen Olympioniken kräftig und wurden kräftig gefeiert.